Eine Milliarde über Nacht. Wer träumt nicht davon? Heute sprechen wir mal über den Mann, dem das tatsächlich gelungen ist. Er hat eine ganze Zentralbank in die Knie gezwungen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie stabil ist unser Finanzsystem, wie stabil sind unsere Zentralbanken überhaupt noch, Mirko? Naja, George Soros, geboren 1930, hat natürlich dort eine Menge aufgemischt, ne? Absolut, er ist genauso alt wie Warren Buffett, aber wir müssen ein bisschen in der Zeit zurückspringen, um mal zu beleuchten dieses Event, was sich damals in den 90er Jahren ereignet hat, wo er diese Milliarde über Nacht verdient hat. Das war wirklich ein gigantisches Ereignis, was sich hier abgespielt hat, und deshalb schauen wir uns mal ein bisschen die Chronologie an, was hier passiert ist. Zuallererst einmal ist Großbritannien dem europäischen Währungssystem beigetreten. Das war noch damals unter der Premierministerin Thatcher, die auch als Eiserne Lady bekannt ist, weil sie gerne mit ihrer Handtasche auf den Tisch geschlagen hat und gerne Sonderdeals ausgehandelt hat. Eigentlich war sie nicht dafür, dem europäischen Währungssystem beizutreten, weil sie immer sehr stolz, wie alle Briten, auf ihre eigene Währung, ihr britisches Pfund ist. Aber 1990 war die Regierung so stark unter Druck, denn die Wirtschaft leidete, Mirko. Ja, na klar. Vor allen Dingen, hier ist es halt wirklich so, dass insgesamt die Bevölkerung Probleme hatte. Wir hatten eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, politisch gab es Unruhen, und John Major hat die ganze Sache übernommen, klar, 3 Millionen Arbeitslose. Dann hatten wir gleichzeitig sinkende Hauspreise bei relativ hohem Zinsniveau, also alles das, was eigentlich nicht gut für so eine Wirtschaft ist. Absolut. Sie hat gedacht, bevor sie blamabel abgewählt wird, wird sie lieber jemand anderen aus ihrer Partei nach vorne in die erste Reihe stellen. Und der hat tatsächlich das Kunstwerk vollbracht, wiedergewählt zu werden, mitten in dieser Krise, obwohl es Großbritannien hier überhaupt nicht gut ging. Also hat man gedacht, was versucht man? Naja, man bindet sich einfach an ein Land, an eine Währung, die relativ gut läuft und stabil ist, und zwar die D-Mark. Und da kann man eben rein, indem man eben dem europäischen Währungssystem beitritt. Und das hat eben hier Thatcher und John Major haben das eben hier vereinbart. Aber schauen wir erstmal noch kurz auf die Hauspreise, denn die waren nämlich 3 Jahre in Folge enorm gestiegen, und das Ganze konnte natürlich nicht ewig lange gut gehen. Wir sehen das Ganze hier nochmal in der Grafik, wenn wir mal hier schauen, Ende der 80er Jahre, ein enormer Anstieg der Hauspreise. Klar, nominal natürlich extrem. Nicht so stark der Rückgang, den wir hier hatten, aber real sehen wir, weil die Inflation nämlich auch so hoch war, sind die realen Hauspreise eben enorm in sich zusammengefallen, und da hat man eben, ja, wenn man zu hoch gekauft hat, einen herben Verlust einstecken müssen, Mirko. Ja, vor allen Dingen ist ja auch die Frage der Finanzierung. Hier muss man aber wirklich sagen, dass steigende Hauspreise klar mit niedrigen Zinsen schon einhergehen. Und das war ja auch das Hauptproblem. Hier wurde halt wirklich die Wirtschaft durch die niedrigen Zinsen oder durch die gleichbleibenden Zinsen sehr, sehr unter Druck gesetzt, ne? Genau. Und deshalb gucken wir jetzt mal weiter, was eben hier der Vorteil des EWS-Mechanismus war, den sich hier Großbritannien erhofft hatte, wenn sie dem eben beitraten. Und zwar mussten sie ja ihren eigenen Wechselkurs zu anderen Währungen in diesem System stabil halten, eben hauptsächlich zur D-Mark, einer der größten Wirtschaftsnationen, die eben hier drinnen war. Und zwar mussten sie das in einer Bandbreite von plus minus 6% halten. Also hier sehen wir, ein Pfund sollte dann eben maximal 3,12 Mark bzw. 2,77 Mark am unteren Band wert sein, in der Mitte eben 2,95 Mark. In dieser Bandbreite durfte sich also der Pfundwechselkurs zur D-Mark bewegen. Sollte er eben darüber hinaus oder darunter gehen, dann muss die Zentralbank eingreifen und muss entsprechend mit ihren Devisen, die sie eben als Vorrat hat, eben agieren und eben entsprechend Devisen verkaufen oder eben britisches Pfund ankaufen, um entsprechend die Währung in dieser Bandbreite vom Wechselkurssystem zu halten. Ich denke mal, dass die Idee grundsätzlich ja gut war, dass man halt sagt, okay, man geht halt in dieses europäische Währungssystem, aber natürlich die Vorgeschichte war schon ein Problem, und dann hatten wir das Problem, dass die Wiedervereinigung in Deutschland anstand und dass dadurch eine gewisse Inflation bekämpft werden musste durch die Deutsche Bundesbank, und dann hat sie plötzlich die Zinsen angehoben. Ja, und das war natürlich besonders ein Problem für die Briten, denn die haben natürlich, weil sie stolz auf ihre Währung waren, einen besonders hohen Wechselkurs durchgesetzt, mit dem sie eben in den EWS reingegangen sind, weil sie sagten, naja, das britische Pfund muss natürlich wertvoll sein, wenn wir hier uns beteiligen. Und das haben sie so ein bisschen einseitig erklärt. Alle anderen haben das so ein bisschen hingenommen, weil sie gesagt haben, im Endeffekt ist das sowieso dann das Problem Großbritanniens, diesen hohen Wechselkurs nachher zu verteidigen, wenn sie gerade sowieso in einer Rezession
Rezession stecken. Ja, und genau so ist das natürlich dann auch gekommen, spätestens im September 92, als dann das Interview mit dem deutschen Bundesbankchef Helmut Schlesinger gehalten worden ist mit dem Handelsblatt. Der hat nämlich darin, ja, so nebenbei, beiläufig gesagt, zwei Währungen sieht er unter Druck kommen. Und das sehen natürlich die Devisenmärkte bzw. die Akteure an den Devisenmärkten überhaupt nicht gerne, Mirko. Ja klar, er hat es versucht, dann auch noch zu relativieren, dass natürlich Großbritannien alles unternommen hat, um alles zu stabilisieren. Also er hat sich später versucht, noch rauszureden. Aber was ist passiert? Die Märkte spekulierten massiv gegen das Pfund und kauften die D-Mark. Ja, es war einfach schon zu spät. Natürlich sind alle dann hier aufgesprungen und haben gesagt, okay, wenn selbst ein Bundesbankchef hier schon sagt, dass er das Vertrauen verliert, warum sollten wir dann das Vertrauen behalten? Und das ganze Ding nahm seinen Lauf. Alle wetteten plötzlich gegen das Pfund. Auch George Soros, der schon länger engagiert war vor diesem Interview, dann stieg er richtig ein, lieh sich 10 Milliarden Pfund und verkaufte diese, um D-Mark und französische Francs zu kaufen und sozusagen Währungen zu erwerben, die er eben für wertvoller hielt, wenn das britische Pfund eben abwerten sollte, wovon er eben ausging. Ja, die Zentralbank in London, die ging erstmal her und hat gesagt, okay, kein Problem, wir stützen die Kurse und wir kaufen das Pfund und gehen auch noch her und machen Zinsanhebungen, um ganz einfach das britische Pfund dahingehend zu stützen. Das hat am Anfang vielleicht mal ganz kurz funktioniert, aber passiert ist dann Folgendes, Pascal. Es hat wirklich nur ganz kurz funktioniert, denn das Vertrauen der Märkte ins Pfund ist natürlich dann aufgrund dieser dreier Zinsanhebungen, die tatsächlich an einem Tag gemacht haben, komplett verloren gegangen. Man muss sich mal vorstellen, wenn drei Zinsanhebungen an einem Tag, die natürlich auch nicht nur ein bisschen waren, sondern die natürlich massiv waren, dann geht natürlich das Vertrauen komplett verloren. Dafür schauen wir uns das mal ganz kurz im Detail an. Um 9 Uhr morgens standen die Zinsen bei 10%. Heute würde man sagen, juhu, 10% Zinsen, genial. Damals war das natürlich auch schon relativ viel für den Fakt, dass sie eben in einer Rezession steckten. Um 11.02 Uhr hat man die Zinsen um ganze 2 Prozentpunkte angehoben auf 12% und schon um 2 Uhr mittags, kurz nach 2 Uhr mittags, musste man auf 15% erhöhen, weil das Vertrauen ins Pfund einfach komplett verloren ging. Es war einfach fast kein Käufer von Pfund mehr da, das war einfach nur noch die Zentralbank, die eben hier Pfund aufkaufte, um den Wechselkurs eben stabil zu halten in dieser Bandbreite zur deutschen Mark, obwohl man eben massiv gegen das untere Band ankämpfte und hier versuchte, diese untere Wechselkursmarke zu verteidigen. Es nutzte nichts, am Abend um 19.43 Uhr musste dann der Schatzkanzler, unser Pendant zum Finanzminister Olaf Scholz sozusagen, der Norman LeMond, verkünden, Großbritannien wird aus dem EWS austreten. Sie sind quasi von den Märkten dazu gezwungen worden, Mirko. Ja, sie wollten ja vorher sich dagegen sträuben, ne, aus dem EWS auszutreten. Aber was wollen Sie machen? Die Märkte haben der Bank of England halt gesagt, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. In dem Fall wollten sie wirklich, dass sie austreten. Und gerade mit diesen Kapriolen, mit dieser Hoffnungslosigkeit der Zentralbank, war das eigentlich die logische Schlussfolgerung daraus. Und die haben über 3 Milliarden Pfund durch die Abwertung verloren. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Die kaufen ja massiv Pfund eben auf am Markt und diese Pfund sind nachher eben deutlich weniger wert. Und naja, was hat Soros gemacht mit seinen 10 Milliarden verkauften Pfund, wo er eben entsprechend D-Mark und französische Franc hielt? Die konnte er natürlich jetzt plötzlich wieder zurücktauschen, seine Schulden bedienen und hatte dadurch über 1 Milliarde Pfund verdient. Ja, das muss man sich mal vorstellen. In den folgenden 5 Wochen nach diesem Black Wednesday, wie er genannt wird, hat die D-Mark nämlich 15% aufgewertet, beziehungsweise das Pfund gegenüber der D-Mark entsprechend abgewertet und zum Dollar waren es sogar 25%, also hier massive Kursverwerfungen an den Devisenmärkten und das hat eben Soros hier massiv ausgenutzt und eben davon profitiert, dass Großbritannien aus dem EWS ausgetreten ist und die eigene Währung eben abwerten konnte. Ihr müsst euch da echt mal auch noch die Dokumentation auf BBC angucken, ist echt enorm. Klar, jeder, der rechnen kann, der sagt, okay, wer hat denn die anderen 2 Milliarden bekommen? Und das waren ganz einfach die Fonds, die Pensionskassen, die alle kleinen Händler sind auf diesen Zug mit aufgesprungen und haben das Pfund halt in die Knie gezwungen. Ne? Ja, hier sehen wir das nochmal sehr gut. Die haben das gut geschafft, nach dem Beitritt 1990 hier diesen Wechselkurs relativ stabil zu halten in der Bandbreite. Aber hier im September 92 war es vorbei. Die Märkte testeten die untere Marke und die Zentralbank konnte dem nicht mehr standhalten, sodass die Kurse des britischen Pfunds eben abstürzten und das sich eben auch noch im Folgejahr vollzog, sodass eben das britische Pfund deutlich abwertete und davon konnten eben die Währungsspekulanten wie ein George Soros profitieren.
Ja, was waren die Folgen jetzt des Austritts von Großbritannien aus dem EBS-System? Zum einen natürlich, dass man das ganze Event als Black Wednesday in Erinnerung behält, als schwarzen Mittwoch. Es gibt also sozusagen immer irgendeine Krise, die an irgendeinem Wochentag passiert ist, den man dann irgendwie Black Monday oder Black Friday nennt. Hier war es eben der Black Wednesday, der 16. September 1992, der dazu geführt hat, dass Großbritannien dieses Wechselkurssystem verlassen musste. Ja, Mirko, was ist dann noch passiert mit den Zinsen danach? Ja, die haben sind dann hergegangen und haben die Zinsen auf 6% gesenkt. Und was war denn die Folge? Die Folge war, dass ganz einfach ein richtiger Wirtschaftsaufschwung in Großbritannien für die nächsten 16 Jahre erfolgte. Und naja, das ist halt, das britische Pfund ist halt jetzt mehr wert als vor dem Eintritt im EBS. Ja, schon verrückt eigentlich. Und dieser Black Wednesday, der ja eigentlich so schlimm wahrgenommen worden ist, der wurde plötzlich als tolles Event gefeiert, als White Wednesday, weil er ja die Chance eröffnet hat, dass Großbritannien sich erholen und sanieren konnte, weil sie plötzlich eben in der Lage waren, die Zinsen wieder zu senken. Sie mussten ja nicht mehr dem Kurs der D-Mark folgen und waren deshalb auch nicht gezwungen, die Zinsen eben oben zu halten, um eben den Wechselkurs zur D-Mark stabil zu halten. Sie konnten also durch die Abwertung eben ihre Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Und das hat eben dazu geführt, dass eben die britische Wirtschaft sich wieder erholen und saniert werden konnte und deshalb das Event umgetauft worden ist in einen sogenannten White Wednesday. Anders als in Italien, es wird Großbritannien nie wieder in den EWS eintreten und sie hat auch deshalb den Euro nicht eingeführt, weil ich sage mal, damals gab es schon das Problem und das wollten die eigentlich. Als Großbritannien hatte ja schon immer das britische Pfund und nie den Euro, ne, Pascal? Ja, sie hatten natürlich auch nie das Interesse, eigentlich dem EWS beizutreten. Es war ja mehr so ein Zwang heraus, weil sie keine anderen Möglichkeiten sahen, hier die Regierung am Laufen zu halten. Und jetzt, wo sie natürlich draußen waren und es der Wirtschaft wieder gut ging und sie 16 Jahre in Folge Wirtschaftswachstum hatten, sahen sie natürlich auch keinen Grund mehr, in dieses System zurückzukehren, wo sie natürlich nachher nur in Bedrängnis kamen. Und das war eben der Grund, warum sie gesagt haben, wir bleiben auch bei unserem britischen Pfund. Wir haben ja keinen Zwang, den Euro einzuführen und werden das deshalb auch nie tun. Und wie wir wissen, sind sie letztendlich ja sogar aus der EU wieder ausgetreten. Ja, das ist natürlich auch ein kleines Schmankerl, dass halt wirklich sowas 15 US-Dollar pro Einwohner Großbritanniens verdiente. Ne? Das ist nicht schlecht, oder? Es klingt nicht schlecht, 15 Dollar klingt aber noch wenig, wenn man dann nachher weiß, dass es über 1 Milliarde waren, die er da in Summe eben verdient hat. Quasi über Nacht ist das natürlich schon enorm und man fragt sich, was hat der Mann mit so viel Geld gemacht, Mirko? Ja, ich sag mal, es gibt sehr viele Meinungen über George Soros. Ich sag mal, 80% der Meinungen sind relativ negativ. Hier fragt man sich schon, warum er wirklich so angegriffen wird. Er hat sehr viele Stiftungen, gerade zur Förderung der Demokratie und Menschenrechte. Und ich glaube, er mischt sich ganz einfach zu sehr in die Staaten ein, in die Führung. Aber ich sage mal, er macht viele Stiftungen, er unterstützt Studenten mit Stipendien. Also er ist eigentlich vom Grundsatz kein schlechter Mensch, weil er das Geld ja nicht nimmt. Und parkt das bei sich zu Hause. Ganz im Gegenteil, ich glaube jetzt auf Forbes, ich glaube bei 200 der reichsten Menschen, weil er halt den größten Teil wirklich in Stiftung geparkt hat. Trotzdem ist er natürlich sehr gefährlich, wenn er natürlich so eine Zentralbank in die Knie zwingen kann. Und ich sage mal, es kann immer einen nächsten Soros geben. Und die ganze Vernetzung der Industrie, die ganze Vernetzung der Finanzmärkte, ich sage mal, fällt einer, fällt halt der andere. Und da ist das Thema so aktuell, wie es damals war. Und da würde uns natürlich auch eure Meinung interessieren. Schreibt uns unten in die Kommentare, hat Soros Großbritannien einen Bärendienst erwiesen oder hat er ihnen tatsächlich einen Nutzen getan? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare. Wir sehen und hören uns demnächst wieder. Macht's gut.